Mein ehemaliger Geschäftspartner, der Damir Weyabi, hat 16 Kilo von irgendetwas im Auto drinnen gehabt. Und nachher bei der Zurückfahrt hat seine Frau, Fabienne Breum, telefoniert, ob alles in der Ordnung ist. Und er sagt, der Damir sagt, in 10 Minuten sind wir in der Grenze und dann sind wir ganz schnell daheim. Und das ist da an der Grenze nicht so gut gegangen. Sie haben kontrolliert. Und da ist halt etwas vorgekommen, das nicht ganz koscher war. Und nachher hat er also tatsächlich 8 Jahre bekommen. Und der Waffenhandel ist noch dazugekommen. Also meine Botschaft an euch ist, macht keine schnellen Geschäfte, die meistens nicht illegal sind.